Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowride und ich begrüße euch zur 18. Episode dieses Spatials Let's Play. Gut, wir wollten anfangs dieser Episode hier Zeug zusammenstampfen. Das machen wir mal jetzt, ach Quatsch, nicht direkt aufziehen, obwohl das auch cool wäre. So, plus Level 11, dann nehmen wir den hier und dann haben wir noch den Level 11. Der Rest ist alles Krimskrams, oder? Der Rest ist alles schade bzw. schlecht. Mal ein bisschen aufräumen hier, auch wenn das völlig sinnbefreit ist. Ich hab's mal so gerne. Recycle. Unload. Was haben wir hier? 36 hört sich gut an. 776 hört sich auch toll an. Okay, die schlechteste Waffe. 25. 24. Du bekommst noch was Schönes Neues. 24 auf 36. Oh, Lebensenergie 7,55, 7,39, 7,27. 7,27 auf 7,76. No, ist nicht so groß der Sprung, aber immerhin. Ich habe jetzt überlegt kurz, ob ich das Ding nicht vergebe und lieber nochmal neu einstampfe. Denke ich machen können. Na, hätte ich. Was soll's? Gut, wir haben ja eigentlich nun auch neue Ressourcen. Diese Titan und diese Fiber steht ja nun mittlerweile zur Verfügung. Da muss ich doch mal nachschauen. Hier, diese 31 sind übrigens die Messages, die man die ganze Zeit kriegt, dass da irgendwelche Teams vom Learning zurückgekommen sind. Übrigens, wir haben wir nicht... Haben wir ja nicht. Haben ja keine Leute losgeschickt. Dann geht da mal Tatsache lernen. 65, 85. Das schafft ihr. Okay. 125, das macht ihr. Dann haben wir noch wie viel da? Ja, das reicht, um die Station zu führen. Ja, wie gesagt, das waren die Messages und dann gucken wir nochmal, was wir hier noch erforschen können. Mittlerweile 33 Forschungspunkte ist eine ganze Menge, glaube ich. So, Living. Können wir die Seife mittlerweile bauen? Ja, Nitrogen haben wir, Öl haben wir und Wasser haben wir. Okay, kümmern wir uns da mal drum. Also Nitrogen haben wir nicht viel, aber das kommt langsam rein. Wo kam eigentlich diese Helium her, diese 72? Habe ich die alle mittlerweile so gefunden? Mal hier zwei, mal da fünf, mal da drei. War Helium war doch noch in keinem System zu haben. Ne, die muss ich tatsächlich irgendwie so zusammengefummelt oder zusammengesucht haben. Oder... Habe ich die auf irgendeinem Planeten hier bekommen, den ich schon besucht habe? Titanium. Seeds. Ne, hier wird nicht. Gucken wir mal Level 12. Auf Booty. Ups. Was gab es auf Booty? Auf Booty gab es nur Käfer. Ansonsten waren wir hier nirgendwo. Und hier haben wir noch gar nichts gemacht in dem System. Ist ja merkwürdig. Kriege ich denn hier irgendwo das Zeug? Und man könnte ja beispielsweise auch hier Nitrogen irgendwo her farmen, aber das sieht nicht so aus. Merkwürdig. Also ich weiß nicht genau, wo die herkam. Müsste ich in Aufzeichnung mal zurückverfolgen. Also ich habe jetzt keine Lust zurückzuspulen. Ich bin jetzt hier beim Spielen und ich will spielen, weil ich spielen will. Weil ich bin ja ein Spieler. So. Wie ging es denn weiter? Wir haben gerade die neuen Quartiere gekauft. Und die neuen Quartiere, die sind hier. Und das sind Suiten. Und in diesen Suiten kann nur ein Bett stehen. Das heißt, jetzt nochmal so einen riesen Raum zu bauen, wäre Kokolores. Das würde nichts bringen. Jetzt habe ich aus Versehen schon was Neues gemalt. Aber das können wir schon mal missbrauchen. So, hier gibt es einen Weg, den wir dann nehmen können. Nehmen wir den, dann kommen sie hier rein. Hier könnte ich einen Schrank wegnehmen. Aber wenn ich einen Schrank wegnehme, dann fehlt mir hier ein Stück Deko für diese Duschen. Und das wollen wir auch nicht. Deko ist auch nur 5. Das lassen wir mal schön so. Und bauen sie hier oben eine Suite. Und das muss ja nicht die einzige sein. Könnte ich hier noch eine Suite dran kleben irgendwie? Wie sieht es denn hier raummäßig aus? Was kann man denn hier machen? Für so eine ganz kleine Mini-Suite, ein Bett, eine Dusche, ohne Kosmetik.
Ups. Denke ich nicht. Ich wollte ein bisschen schieben. Setzen hiermit aus. So was und so was. Nochmal zwei Suiten. Was ist das? Hier unten ist ja Privatbereich. Hier kommen ja die ganzen Besucher ja nicht hin, weil hier so ein Sperrfeld ist. Also über dieses Feld dürfen nur Offiziere laufen. Also praktisch nur meine Angestellten und keine Besucher. Könnte man aber von hinten durch die kalte Küche hier machen. Dann stelle ich das Ding nämlich um. Beziehungsweise nehmen wir mal hier das Teil. Dann kommt der mal weg. Holen wir das Museum. Holen wir den. Stelle das Ding dahin. Und ich darf nur eins davon haben. Also reißt doch mal bitte ab. Ja, Schlafmützen. So, zack. Dann haben wir nämlich hier irgendwie einen Weg, den wir bauen können. Den dann auch da. Hier oben sind wir schon fertig. Nee, das war hier. Sweet. Tja, wo bauen wir das Bettchen am besten hin? Weil wir wollen ja auch wieder Deko wie geisteskrank einbauen. Okay, Bettchen. Dann noch eine Dusche. Und dahinter mache ich Deko, oder? Mache ich Deko dahinter. Nee, Deko war hier. Muss man erstmal warten, dass er den gebaut hat. Hallo, hier bauen. Ja, auch hier wäre so eine Schelle wie im Dungeon Keeper teilweise nicht verkehrt. Gut, dann kommst du hier hin. Und dann träumen sie auch rum. Gut, dann kümmern wir uns um die Leute hier. Die sind alle vom Lernen wieder zurück. Okay, Level 7, Level 8. Sehr schön. Level 9, Level 8 ist auch sehr gut. Ja, Loot braucht uns im Moment keiner anschleppen. Mit Loot hängen wir eigentlich ganz gut voll. Dann geht da einfach noch ein bisschen Lärm. Lärm kann ja nie verkehrt sein. 95%. Okay. So, er hat das Ding fertig gebaut. Dann ist hier noch so ein Blumenkasten. Bettchen. Und Dusche. Na, hier wird's mit kosmetischen Dingen nicht ganz so. Wir brauchen ja auch einen Weg zum Durchlaufen. Hier sind wir fertig. Dann kriegst du mal hier noch einen kleinen Nachttischschränkchen ran. Dann ist die Ecke eigentlich auch fertig. Wahrscheinlich nicht super ideal. Man könnte wahrscheinlich den Raum größer machen. Noch mehr Kosmetik, noch mehr Dekors. Ups, das Schlafen noch teurer wird, weil die bezahlen jetzt 3 Mark. Und die Dekors müssten diese 3 Mark oder diese 3 Credits, was auch immer das sind, auf 4 oder 5 hochschrauben. Duschen, beziehungsweise die Advanced Soap, die kostet. Ah, aber ist ganz okay so. Muss ja auch nicht immer perfekt sein. So, da ist die Suite fertig. Da baue ich den hier, so. Oh ne, wir machen mal so einen hier in der Mitte. Dann baut das mal fertig, dann kommt das Bett. Die Seife, wo kam eigentlich die Seife her? Die kam von hier, okay. Das war noch Star Map, das war Star Map, das war Star Map. Na, kann nicht als Star Map sein. Achso, stimmt ja, das hat man halt umgebaut. Einmal Star Map,
Zweimal, dreimal sollte reichen. Dann machen wir ab hier Soap. So, Soap müssen wir noch mit globaler Einstellung machen. 50 reichen. Und global. Global. Advanced Soap. Global. Advanced Soap. Und auch hier. Das Ding ist fertig, die Suite. Dann kriegst du hier ein Bett. Eine Dusche daneben und hier ein Nachttischschrank. Wo der Nachttischschrank, der muss ja auch nicht zugänglich sein. Da kann ich eigentlich auch noch irgendwas vorstellen. Das kann ich doch in dem Raum da oben dann auch tun. Da stellen wir mal eine schöne Büste hin. Zack. Das machen wir hier auch. Jetzt haben wir die fertig. So, für die Besucher, die vielleicht ein bisschen Privacy möchten beim Schlafen. Aber ansonsten können wir hier alle Bedürfnisse, so wie ich das sehe, erledigen. Und es sind ja auch teilweise die eigenen Leute, die irgendwann vielleicht mit Advanced Soap duschen möchten. Er macht das mit normaler Seife. Oh, er braucht Tonic X zum Trinken. Also er trinkt jetzt nichts mehr anderes als Tonic X. Das muss ich jetzt auch irgendwo herzaubern langsam. Oh, Juice, Hygiene haben wir alle. Advanced Soap. Also er duscht nur noch mit der fortgeschrittenen Seife. Ja? Oder sie ist eine fortgeschrittene Duscherin. Genauso er. Und er möchte gerne, oder sie möchte Orion Soda. Und da wird es schon langsam rot. Sie ist noch happy. Das ist noch alles okay, aber wir sollten versuchen, das langsam an den Start zu bekommen. Gucken wir nochmal. Learning ist fertig. Die Bar. Hier gibt es nämlich Tonic X und Orion Soda. Und dafür brauchen wir Nitrogen, Algen und Wasser. Das haben wir mittlerweile. Nitrogen und Wasser. Ungelockt. Auf die Schnelle. So, und dann eine Bar bauen. Die Bar. Da kann man wegmäßig ran an das Ding. Ja, dann sollte uns das erstmal reichen, damit wir mal gucken können, wie so eine Bar aussieht. Da haben wir zwei Zugänge. Das hier noch einen Zugang bauen. Aber jeder Zugang versperrt uns auch einen Weg. Beziehungsweise jeder Zugang versperrt uns eine mögliche Dekoration, die wir hier in die Ecke stellen können. Aber was soll's. Wie gesagt, das ist ja auch alles nicht super perfekt. Das könnt ihr alles schön selber rausbekommen. Wenn ihr dann eure Station baut. Weil ihr wollt euch das Spiel ja alle kaufen. Ihr findet das ja alle super geil. So, hier ist die Advanced Seife. Die Advanced Soap. Dann müssen wir langsam hier Platz machen. Für Orion Soda und diese Gin Tonic Zeug oder Tonic X. Da rufen sie die Lemuren. Ne? Das ist ein Lemur, ja, Lemurian Visiker. Pukikikapi. Die haben ja witzige Namen. Was ist denn das? Pukikipake. Kikikitope. Sweet. Und Humans sind 77% zufrieden und Lemurians 72%. Ja, ist alles nicht optimiert. Man muss die Wege halt so kurz wie möglich halten. Ist auch super überdimensioniert. Das kann man alles sicherlich irgendwie ein bisschen toller bauen. Und man muss ja auch nicht alles so mit Dekors vollknallen, weil die Dekors nehmen ja letztlich auch Platz weg. So, die Bar war gefragt. Die Bar, was können wir da machen? Wir haben hier einen Drink-Counter. Sophisticated Drinks are served hier. Also hier gibt es die gehobeneren Drinks. Ein Tisch ist bloß Dekoration. Ein Dancefloor. Available only for meta-based lifeforms. Und eine Lichtstange, Lichtkolumnen. Dann
schauen wir mal. Dich bauen wir mal dahin. Machen wir zwei von. Bisschen Tanzfläche. Lichtstange, oder was das sein soll, stellen wir mal hier in der Ecke. Oh, hier noch ein bisschen Tanzfläche. Achso, und da müssen wir uns ja noch drum kümmern, hier, wo diese Gin Tonic Zeug gebaut wird. Ist das hier? Ja, hier gibt es Orion Sonne und Tonic X. Dann brauchen wir davon auch mal schnell mehr. Na, Flinkfinger. Okay, Orion Soda, bitte mal 50 Stück. Und global. Global Orion Soda. Global Tonic X. 2, 3, 4, 5. Global Tonic X. Ja, dann macht mal alles andere. Souvenirs. Im Auge behalten. Die werden langsam wieder weniger. So, ihr sollt ja nicht quatschen, ihr sollt hier bauen, Leute. Was macht ihr? Ja, das. Mein Einsatzteam. Die müssen ja nicht arbeiten, die sollen sich ja ausruhen. N, die brauchen N. Hatten wir davon nicht schon ein bisschen? Ja, aber wirklich bloß ein bisschen. Da müssen wir für Nachschub sorgen. Was haben wir denn noch im Level 11 System? Hier nochmal. 4 Stück. Dann erkämpfen wir uns mal neue. Wer kommt da an die Rand? So von hinten anrennen ist unhöflich. Verstößt gegen die Weltraumetikette. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Snipe ist auch gut, die hat es auch in sich. Was ist denn los hier? Also Objectives machen und da oben die 5 mit anderen Worten. Tagchen. Einfach. So, jetzt ist auch wieder irgendwo ein General. Und den bestücken wir jetzt mit Raketen und Snipen und Raketen. Wo wir snipen, dann Rakete. Snipe, Rakete. Oh, das war schon. Okay. Ich wollte nochmal snipen. Wollte er nicht. Dann holen wir ab hier. So, Postri. Gib mir mal dein Anzeig. Kann man eigentlich fast. Ja, wir können alle kaufen. Oh, 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 oh. Gib mal. Macht mal, kommt. Dann kann ich nämlich hier den Planeten gleich fertig machen. 1100. Ja, das dauert aber auch ganz schön, wa? Die bezahlen praktisch halt mit Euro-Münzen. 78, 78. Na gut, merken wir uns Postri und schon haben wir es vergessen. So, hier die Stände verkaufen Tonic X und Orion Soda. Ist okay. Diese Stange ist nur dekorativ. Wie sieht es denn hier aus? Dekoration haben wir 1. Das heißt, die Tanzfläche. Oh, die Tanzfläche ist auch im Grunde genommen Verkaufsstand. Ja,
einfach bräuchte. Eigentlich bräuchte ich mehr Dekor, um die Preise hochzutreiben. Gib mir bitte mal die Bahn. Machen den. Und da kommen sie jetzt, glaube ich, nicht ran, weil das hier als Hindernis zählt, glaube ich. Da holen wir mal die Kugel. Geben uns die Kugel. Dann reißt man den ab und dann könnt ihr da schön bauen. Ansonsten. Okay, hier. Achso, der hat sich hier reingeschmuggelt. Und hier ist das andere Zeug. Und dann kommt er hier hin. So, und wir haben auch wieder neue Gadgets, die wir verteilen könnten, wenn sie dann ausreichend und gut sind. Zapper. 25, ich glaube 25. Da sind wir drüber, ja. Einschmelzen bitte. Level 10 Recall, Level 11 Recall. Da fragt man sich, was ist nun besser? Das ist vielleicht die Startenergie, die der denn kriegt, wenn wir den wiederbeleben? Whatever, her damit. Okay, weil der Pazifismus noch da ist, okay. Level 9er Fusion Missile, da brauche ich gar nicht gucken, weil das ist ein Flammenwerfer. Gut, das habe ich doch geguckt. Ah, Flammenwerfer steht nicht so drauf, weil die sind halt auch eine Nahkampfwaffe. Und Raketen mit 10 Meter gegen 5 Meter, ist zwar ein schönerer Cooldown, kostet weniger Energie, macht ein bisschen mehr Schaden. Stehe ich aber nicht drauf. Juti, dann würde ich sagen, haben wir diese Episode auch wieder hinter uns. Wieder schön ein bisschen was geschafft. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch wäre auch super klasse. Ja, und wenn ihr Fragen habt, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.